So, weiter geht's. Bis mein Controller gleich leer ist. Scheiße, runter, runter. Normale Leute. Unlogisch. Die haben überall hinten extra Gitterdraht und Dingens, damit da keiner angeht, angebaut und sind da gerade einfach hochgesprungen. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber. Oh Mann. Dann gehen wir zur Brücke. Okay, wir können hier. Achso. Der Stoffvorhang sieht da gerade sehr merkwürdig aus. Okay. Wo ist denn die Brücke jetzt? Scheiße, Joel. Hunter. Ich hasse es, wenn er daneben schlägt. Oh, Scheiße. Ja, essen wir. Aber wir sind die gerade wirklich lieber. Ich habe gegen die keine Probleme. Also es sei denn, es sind 25, aber ich habe im Generellen keine Probleme gegen die. Nicht so wie mit... Also Infizierte, die sind so... Die sind so brutal. Gib mir einen Twix. Steh auf. Okay, da müssen wir anscheinend drunter klettern. Ja, war klar. Okay. Ich habe gerade ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wo ist die Brücke? Die Berliner Mauer. Das hier sieht so aus, als würde hier irgendwas passieren. Das ist nicht gut. Oder auch doch gut, wer weiß. Das sieht ja ernsthaft aus, als würde irgendwas passieren werden. Ich habe von der Crew im Osten gehört. Wir haben nichts. Was ist mit der Market Street? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie sie auch. Mo. Schaut's euch an. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ist mir aufgefallen, danke schön. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Okay, wir versuchen diesmal mal ein bisschen ruhiger. Hast du jetzt gehofft, dass ich schieße, oder was? Meine Freundin lacht mich aus, ernsthaft, ich glaube es nicht. Okay, wir haben hier, ich glaube, es ist nämlich extra vorhergesehen, dass wir jetzt in die Bombe laufen und sterben. Das habe ich aber nicht vor. Das ist die große Frage. Naja, hier wird gleich eh ein Riesengefecht stattfinden, das ist mir schon klar. Aber... Kann ich eigentlich irgendwann wie Legolas zwei Pfeile schießen? Das wäre auch witzig.
Okay, direkt über mir ist einer. Ellie, lauf schon mal hoch. Okay, geht. Oh, echt knapp. Mich verarschen, echt knapp. Scheiße. Ruhe, Ellie. So, da ist auch so, ha, da ist auch schon einer. Wenn ich den aber jetzt abknall, dann habe ich ein Problem. Siehst du das da? Sieht er nicht? Wie gesagt, wir werden das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger angehen. He did it! Yeah! Haben wir irgendwas zum Herstellen? Haben alles. Wir sollten mal ein bisschen was einsetzen. Ich meine, ich habe zu viele Molotovs, ich habe zu viel Rauchbomben. Achso, vielleicht sollte ich hier nicht ganz so. Ist da jemand? Nö. Ich kann doch jederzeit neu machen. Ich habe doch jetzt allzu. Ich habe von allem wieder maximal. Deswegen, ich hebe mir hier viel zu viel auf. Und mache mir damit Kämpfe unnötig schwer. Ich meine, eben bei dem Riesenkampf hätte ich auch mal einfach irgendwas einsetzen sollen. Das wäre vielleicht echt mal nicht schlecht gewesen. Irgendwas, was für eine Notiz? 10. Oktober. Ich sah gerade wie ein Mob. Ein Mob? Captain Mastros? Ach so, ein Mob. Ah, oh, so wie Flashmob. Okay. Ein Mob, Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei Benning Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Die Tiere mit der Mob halt. Ein alter Sack, der sich beschwerte, das sei Benzinverschwendung. Es war einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen, aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden Einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Das tust du wahrscheinlich auch, kann das? Oder ist das jetzt einfach nur so eine beiliegende Info, die kein Schwein braucht? Okay, wir müssen eindeutig runter. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob hier noch Gegner sind oder nicht. Deswegen bleibe ich mal ruhig. Vor allem, weil da hinten diese Bombe lag, die irritiert mich. Das war einfach so eine Ha-ha-ha-ha-ha-Trap, glaube ich. So eine, wenn du es nicht siehst, bist du tot. Und Moment mal, ich sehe in meinem... Ich habe gerade... Da. Jetzt sehe ich es auch auf dem Bildschirm. Ich habe gerade auf meinem linken Monitor, auf dem PC-Monitor, das eine Sekunde Verzug hat, einen Gegner gesehen. Und auf dem Fernsehen nicht, aber jetzt sehe ich es auf beiden. Ja, da ist ein Gegner. Da. Seht ihr das? Ja, es sind noch mehr. Okay. Ist die Frage? Wir gehen erstmal hier hin. Oh, bestimmt sind hier noch mehr Fallen, deswegen sollte ich ein wenig aufpassen. Hier war nämlich, meine ich, die... Wo waren die erste Falle? Ist das nicht das... Ah, nee, da. Von hier kommen wir... Hey? Doch, von hier kommen wir. Und hier war die erste... hier war die erste Falle, richtig. Ellie, bitte. Bitte sei schlau. Möchte ich bitte das Licht einmal... Ich möchte jetzt hier nicht in eine Falle laufen. Ich bück mich mal lieber. Ich sehe nichts. Wo ist meine Lampe? Da ist schon wieder was voll. Ach, ich kann es doch eh nicht herstellen. Ich brauche noch 15. Ja, genau sowas hier. Sag ihr bitte. Ach, sie ist echt. Oh, danke, Ellie. Wo kommst du denn her? Hey, wie lange sollen wir hier denn noch dumm rumstehen? Keine Ahnung. Los. Ich musste gerade überlegen, wo schießen war. Verdammt. Das war jetzt nicht gut. Die Leiche liegt jetzt richtig falsch. Richtig falsch, ja. Richtig falsch. Ja. Zum Glück habe ich die Reichweite meines Bogens erhöht. Ich muss in den Lauf schießen.
Wie gesagt, snipen kann ich. Aber da war noch ein dritter. Der nichts davon gemerkt hat, dass sein Kollege hinter ihm umgekommen ist. Okay. Mr. Braindead. Ist nur die Frage, wie mache ich ihn darauf aufmerksam? Ich komme da nirgendwo hin. Der hat vor allem eine scheiß Waffe. Wofür fällt mir denn? Ach komm, wisst ihr was, ich bringe ihn einfach auch mit Pfeil und Bogen um. Oh, da ist noch einer. Ne, so viele Pfeile will ich nicht verschwenden. Nein. Das ist bestimmt... Ja, Moment, das machen wir gleich. Aber das ist, glaube ich, der letzte. Wenn nicht, haben wir halt jetzt ein Problem. Ich habe einfach die... Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Ja, ich hatte recht. War der letzte. Ich bin echt gut. Moment, Vater? Nein. Ich habe echt Angst vor Fallen hier gerade. Ich weiß nicht. Irgendwer stellt hier wieder Fallen auf. Ich sollte erstens das Licht ausmachen. Oder auch nicht. Da ist wieder irgendwas. Oh. Schön. Truck Notiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Wie die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr verretten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Den sollen wir wahrscheinlich jetzt holen. Wir kommen ihn reparieren, inklusive eines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns einlegt. Ja, das Ding sollen wir wahrscheinlich holen oder wir müssen gegen das Ding kämpfen. Ich bin gespannt, was von den beiden es sein wird. Ich glaube, es sind keine Gegner. Wenn die sich anfangen zu unterhalten, sind da meistens keine Gegner mehr. Das finde ich auch ist ein sehr schöner Break. Die Frage ist halt nur immer zu erkennen, wann die Gegner wieder anfangen. Aber meistens fangen die dann erst hinter irgendeiner Tür wieder an. So wie hier jetzt. Da links ist eine Tür. Die habe ich gesehen. Keine Sorge, Leute. Nein. Gib mir mein One-Shot-Ding wieder. Naja, so frei scheint er nicht geworden zu sein, ne? Ach so. Nee. Vergesst es. Das sind Soldaten gewesen. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Oh, da war was. Kann ich mit dir reden? Ja. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Das kannst du nicht. Wie soll das gehen? Na, noch weiter? Willst du noch weiter reden? Ja, weißt du nicht. Schade. Okay. Dann geht's mit den Gegnern weiter hinter dieser Tür. Nein! Das ist ein... Oh, cool! Na bitte. Oh, ich kann ein Messer herstellen. Ich habe ein Messer benutzt. Ich kann ein Messer herstellen. Yay! Es war zu etwas nützlich. Okay. Noch so viel Zeug rum. Schade, ich kann... Oh ja, nochmal 50 von dem Zeug. Gib mir ein Werkzeugding, dann finde ich das auch geil. Ich brauche ein neues Werkzeug, um neue geile Sachen herzustellen. Bitte. Okay, aber wenn wir hier nicht lang müssen, dann müssen wir woanders lang. Ja, mit gelb gekennzeichnet ist auch eindeutig, wo wir lang sollen. Hey, hilf mir hoch. Nämlich, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die Leiter da. Achso, meinte sie auch. Eigentlich hätte ich da auch dran springen können. Ich hätte da dran springen können, sodass die Leiter runterklappt. Das meinte ich damit. Also. Ja. Meinst du, ich will dir nicht auf den Arsch glotzen? So jemand bin ich nicht. Halt jetzt eine Hose an. Nicht mal einen anständigen Rock. So. Was da?
Ergebnis. Achso, die Brücke ist irgendwie weiter entfernt. Wir waren eben weiter rechts und näher an der Brücke. Aber gut. Ich meine, wir sind halt einen kleinen Umweg gegangen. Ich meine, uns bleibt ja hier eh nichts wirklich übrig. Das Spiel ist... Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Bilde ich mir das ein oder glitzert das ein bisschen so nach dem Motto, man kann es zerstören? Aber ich glaube fast nicht. Obwohl es extrem witzig wäre. Okay. Ich wollte es ausprobieren. Weil es jetzt eventuell Aufmerksamkeit erregt hat? Nein, hat es nicht. Ich glaube, wir sind wieder infizierten Part. Weil wir diese Mauer überwunden haben. Das ist meine Befürchtung. Deswegen sollte ich gerade mal ein bisschen aufpassen auf Infizierte. You don't say. Und ich hatte nämlich nicht genug. Doch, ich habe wieder 6. Okay. 6 ist zwar nicht wirklich genug. Okay. Was ich übrigens noch sagen wollte, das Spiel ist relativ linear und doch wieder komplett nicht. Ich glaube, das ist irgendwie ein Scheiß. Nee, das ist so gemeint. An sich kann man ja nur in eine Richtung gehen. Aber trotzdem bietet einem das Spiel überall die Möglichkeit, sich umzuschauen und teilweise Sachen zu finden, etc. Also es gibt immer nur einen Weg, um ans Ziel zu kommen. Sagen wir es so. Aber... Oh Gott. Lauf nochmal vor, Mädel, ne? Und wir werden keine Freunde. Okay. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Was? Schon gut. Bleib nur in Deckung. Lass mich ran, der Truck ist da, ne? Ja, war ich nicht. Warum suchen die mich jetzt hier? Nimm's durch die Wand. Ich liebe sowas. Okay, das ist das Ding mit dem Geschütz oben drauf, das sieht man schon. Das ist nicht gut. Vor allem, weil ich kaum was sehe. Ah, jetzt sehe ich mehr. Okay. Da war aber auch noch einer, wenn ich mich nicht täusche. Das sind 3 Stück. Ja. Okay, 1, 2, 3. Ich würde gerne am liebsten... Ja, dich zuerst ausschalten. Fuck! Scheiße, okay, den muss ich zuerst ausschalten. Ja, ja, wir kennen das schon, Ernie. Okay, der Schuss war useless. Sind es nur 3? Das ist jetzt die Frage. Oder kommen da jetzt wieder unspektakulär mehr? Ellie, du wolltest sterben, oder? Nee, ich rede davon, dass sie in meinen Lauf laufen wollen. Mister, war der nicht da? Nö, da erst. Okay. Bin ich da? Oh fuck! Das ist gar nicht gut. Mit dem MG. Deine Art Geschützturm, bleib unten! Mit einem Aiming-Geschützturm, der genau weiß, wo ich bin. Da ist doch Deckung.
Ding hat echt Salvenfeuer. Alles klar. Damit ist es relativ einfach, sich dem Ding zu nähern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Was? Aha! Okay, das wusste ich nicht. Ruhe. Das wusste ich nicht. Das ist so ein scheiß Aufgabe. Jetzt ist die Frage.